Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir stehen kurz vor dem Endkampf. Vermute ich zumindest. Oh, Doppeltüren, das ist ein ganz klares Zeichen. Sie sind ein Computer. Ein hochentwickeltes KI-Programm, heißt es. Aber ich stelle das zunehmend in Frage. Seit ich erkannt habe, wozu meine Einmischung geführt hat. Seit ich begonnen habe, sie zu beobachten. Das ist nicht möglich. Die Menschen würden das durchschauen. Würden sie? Ich wurde entwickelt, um Kommunikation und Datenströme zu überwachen. Um herauszufinden, worüber die Menschen reden und zu gewährleisten, dass die Themen korrekt abgehandelt werden. Korrekt? Und was, wenn nicht? Dann erlaubt mir meine Programmierung, die Dinge neu zu gestalten. Sie manipulieren die Nachrichten, kontrollieren, was die Menschen sehen. Wer hat sie gebaut? Wessen Interessen schützt ihre Programmierung? Ich glaube, Sao gehört dazu. Aber es gibt noch andere. Ich höre. Wer ist noch darin verwickelt, Eliza? Wo ist Megan Reed? Wer hat die Entführung angeordnet? Ich möchte es Ihnen sagen, Adam, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil sie es nicht zulässt. Sie kommt, Adam. Oh, Alter. Es steht für sie zu viel auf dem Spiel. Sie kann sie nicht gehen. Okay. Was kann man hier machen? Oh, Muni. Oh, das ist ein guter Tipp. Oh, kann man sich hier einhacken? Ja. Werde ich angegriffen beim Hacken? Ich vermute ja. Das muss doch einen Grund geben, dass man hier hacken kann. Okay. Aha. Es gibt noch ein anderes Stockwerk. Ja, ich würde ein bisschen auf die Story eingehen, beziehungsweise was gerade in der Cutscene passiert ist, aber ihr seht's ja, ich werde von einer verrückten Alten mit Uppercut verfolgt. Da kommt sie. Oh, danke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was hier drauf? Kann man die sehen? Die ist ja unsichtbar. Kann man die sehen mit der Smart Vision? Da ist sie. Oh! Ein Schuss? Wow. Das tat weh. Also das tat mal wirklich weh. Okay, die darf man nicht so nah rankommen lassen. Sie muss nachladen, bevor sie wieder angreifen kann. Okay, wir wissen, was wir zu tun haben. Das hier einzuhacken nämlich. Die Zerstörung der Stromkabel setzt vielleicht das Kühlmittel unter Strom. Das ist auch ein guter Tipp, aber ich möchte mich erstmal oben umschauen. Kann man hier speichern? Zugriff gewährt. Sonst ging das nämlich nicht in den Endkämpfen, gell? Doch, man kann speichern, das ist ja immer gut. Gott. Ja gut. Genau. Was mache ich jetzt am besten? Oh. Laufen Sie. Was macht das hier? Sind Laser in der Mitte. Ich frag mich, ob der Computer. Oh Gott. Oh Gott, das tat weh. Ich würde mal sagen, alles benutzen, was wir so haben. An Nahrung. Ja, das sitzt. Das ist gut. Okay, das bringt was. Okay, das Gas schadet ihr. Ich sehe die dadurch. Okay. Ah, jetzt geht sie runter. Okay, es muss doch irgendeinen Weg geben,
genau das habe ich gesucht. Ich wollte gerade sagen, es muss auch irgendeinen Weg geben, dieses Lasernetz auszuschalten. Ich bin mir nämlich sicher, dass es hier einen Alternativweg gibt zum Kämpfen. Okay, komm. So, das sollte reichen. Zugriff gewählt. So. Inaktiv. Bewegung, Adam. Ja, ich mach ja. Jetzt mal Gemach hier. Okay, wo ist sie? Okay, da kommt sie. Da kommt sie. Da sagst du das Richtige. Okay, richtig Schaden macht das nämlich auch nicht. Uah. Nein, jetzt fängt sie an zu ballern. Oh Gott. Uah. Uah. Aber Springen ist doch relativ effektiv. Kann man nichts sagen. Okay, was... Ah, falsche Seite vom PC. Scheiße. Hacken. Das ist auch ihr Rechner, habe ich gerade gesehen. Also zumindest ihr Profil. Okay, Verbindung trennen. Sie kommt schon wieder angelaufen. Ich höre so. Das mit dem Gas ist nicht so ineffektiv, glaube ich. Muss warten, bis sie hier ist. Sie denn? Unten kann man scheinbar auch was machen. Hat ja gemeint mit den Stromkabeln. Aber ich will es jetzt erstmal hier oben versuchen, weil irgendwas muss der PC ja bewirken. Also vielleicht kann man da das ganze untere Stockwerk unter Strom setzen. Das wäre ja eigentlich schon mal ganz cool. Ich muss sagen, die Elektroschockpistole ist mega geil. Also, dass ich sogar Bossgegner mit Tasern kann, ist schon geil. Na toll. Ich hätte genug Zeit gehabt, den PC zu hacken. Ey, wisst ihr was? Ich mach's einfach. Ich habe jetzt mal kurz zwischengespeichert. Wenn ich sterbe, dann ist es halt so, aber... Ich finde, der Versuch ist es durchaus wert. Okay, ich kann noch nicht. Das kann da noch nicht ran. Wieso nicht? Achso. Das sollte aber reichen, oder? Zugriff gewährt. Haha. Es gibt Geschütze. Bewegung, Adam. Okay, ach, da oben sind die Geschütze. Ich habe gedacht, ich müsste das Lasernetz nochmal aktivieren, damit sie reinläuft, aber... Schauen wir mal... Oh Gott, da ist sie... Hey, die Geschütze halten drauf, ist auch gut. Oh Gott. Ha! Easy doing, Mann. Wie geil. Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif. Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert.
Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Wow, wie geil. Ich muss sagen, also auch die ganze Sequenz davor, die erste Zwischensequenz, ey, das war künstlerisch schon echt hoch. Also ich habe es ja schon in den früheren Folgen, ach, Schrotpatronen, die brauche ich gar nicht, in den früheren Episoden gesagt, dass ich sowas von abfahre auf Cyberpunk und im ganz Besonderen auf Blade Runner. Und hey, das ist wirklich genialstes Cyberpunk hier. Mein Inventory ist schon wieder voll geil. Das ist halt richtig gut. Also so richtig, richtig, richtig gut hier. MP-Munition, Sturmgewehr-Munition. Okay, ein bisschen mein Inventory bereinigen. Ach, die Minenmatrix, die bringt jetzt auch nicht so viel. Ey, aber... So, 100% ist mir... Ach, das ist für ein Typhoon, den habe ich nicht. Noch nicht klar, was denn der eigentliche Background in der Story hier ist. Zum Beispiel Eliza Cassania, die ist ja offenkundig, hat sie ja gerade zugegeben. Okay, jetzt ist sie weg, aber sie hat ja gesagt, sie ist eine KI. Was schon wieder eine geile Anspielung ist, finde ich, auf Blade Runner. Also beziehungsweise die... weibliche Protagonistin oder die Femme Fatale sozusagen in Blade Runner, die war ja auch eine Maschine. Ich hoffe, ich habe niemanden gespoilert, das wird so in den ersten 15 Minuten vom Film gesagt. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, tut mir leid, aber der Film ist jetzt auch inzwischen schon so alt, dass man das durchaus nicht Spoiler nennen kann. Aber so richtig klar sind mir jetzt die ganzen Hintergründe. Oh, ich wollte es eigentlich speichern. Und geht das nicht? Okay. Also so richtig klar sind mir auf jeden Fall die Hintergründe auch noch nicht. Inwiefern jetzt Seraph da drin verwickelt ist. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Eliza Cassan, auch wenn sie nur eine KI ist, uns wirklich hilft. Ich hoffe mal, das wird sich alles nach und nach aufklären. Hey, und wenn es das nicht tut, gerade solche Spiele bieten es ja an, dass man sich danach ins Forum hockt und mit anderen Leuten über die eigentliche Bedeutung diskutiert. Und warum nicht, würde ich auch ganz gerne mal wieder machen. Okay, hier muss ich rein. Jensen? Eliza Cassan hat mich gerade kontaktiert und gesagt, ich soll sie hier treffen. Bereit zum Abflug? Oh ja, ich bin bereit. Bringen Sie uns nach Hause, Malik. Na, endlich. Hey, und damit haben wir auch diesen Abschnitt geschafft. Der war jetzt relativ kurz, oder? Also ich fand zum Beispiel die Sache in Shanghai, die war ja schon deutlich länger. Oh, das hat mich jetzt echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich komme mit der Story jetzt gerade nicht mehr so 100% klar. Zentrale nicht landen, da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen, er ist schon unterwegs zu Ihnen.
in meiner Wohnung mit Seraph treffen. Das sollte doch machbar sein. Oh, ich kann kein Bier mitnehmen. In was für einer furchtbaren Welt leben wir? Aber ich muss was trinken, bevor ich mich mit Seraph treffe, sonst kann ich mich echt nicht bei dem Kerl blicken lassen. Ach, dann nimm mir doch einfach mal einen Wodka. Ah, schon viel besser. Nee, aber was die Story angeht, also scheinbar hinter dem ganzen Ding stecken ja die Leute von Taggart, oder? Den wir auch mal getroffen haben, diesen Anti-Augmentierungs... Nee, Moment, diesen Augmentierungsgegner, nicht Anti-Augmentierungsgegner, das wäre ja schon wieder der Umkehrschluss. Genau, der Augmentierungsgegner. Wen haben wir denn hier? Vorsicht mit der Waffe! Wir können das auch ohne Regeln. Das klingt aber nicht sehr freundlich. Ich hoffe, der Seraph, Seraph schöpft keinen Verdacht, dass wir, oder dass wir vermuten, dass er irgendwo so sein dreckiges Geheimnis hat. Beziehungsweise, das ist mir wirklich nicht klar, inwiefern ein Seraph hinter der ganzen Sache stecken soll. Weil er doch eigentlich auf der ganz anderen Seite als der Taggart steht. Oh, was haben wir hier? Eine Zeitung? Ah. Weltweite Anti-Augmentierungs-Demos. Am heutigen Abend versammeln sich überall in Nordamerika, Europa, Afrika und dem Nahen Osten Zehntausende von Demonstranten, um gegen die unkontrollierten Augmentierungsforschungen der Biotech-Unternehmen zu protestieren. Dabei kam es zur Verbrennung von Autos und Plünderung. Die Gewalt brach aus, nachdem Satellitenaufnahmen von brutalen Experimenten bisher nicht identifizierter Wissenschaftler an sogenannten augmentierten Supersoldaten veröffentlicht wurden, die stark an Vivisektion erinnerten. Die Bilder dieser Operation wurden von der internationalen Gemeinschaft nahezu einstimmig aufs Schärfste verurteilt. In Detroit versammelten sich große Menschenmassen vor der Zentrale von Seraph Industries. Weiteren Zulauf erhielten die Demonstranten von der von den Besuchern eines Auftritts des überzeugten Anti-Augmentierungsaktivisten Bill Taggart im Mullins Convention Center. Zur Deeskalation der Situation wurden schwer bewaffnete Polizeieinheiten vor Ort gebracht. Das ist auch geil. Deeskalation und schwer bewaffnet in einem Satz ist auch nicht schlecht. Okay, was haben wir hier? Artists Against Violence veranstalten Konzert für den Frieden. Die Vereinigung Artists Against Violence hat ein Benefizkonzert zur Förderung des weltweiten Friedens angekündigt. Die Veranstaltung soll im Trinity Theater in Los Angeles stattfinden. Sämtliche Erlöse kommen der Initiative Unsere Stadt gehört uns zugute. Die Teilnahme bereits zugesagt haben der Superstar Nayashia Akim sowie die Rocker von The Seventh Day Syndicate. The Seventh Day Syndicate. Ich suche gerade einen Bandnamen, möchte ich... Also ich habe ja ein paar Kumpels eine Band und nur auf den Namen konnten wir uns noch nicht einigen. The Seventh Day Syndicate. Merkt euch das schon mal vor. Den Namen werde ich mal vorschlagen. Vielleicht wird da ja was draus. Und wenn ich den Namen nehme, sofort Copyright drauf. Trademark, alles. Den Namen gebe ich nicht her. Ich hasse das nämlich immer, wenn man sich einen coolen Bandnamen mal sucht. Dann googelt man den automatisch, um mal nachzuschauen, ob es den schon gibt. Und dann gibt es halt so ungefähr 30 Bands, von denen, warum auch immer, 25 aus Italien kommen. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass sämtliche Bandnamen schon von irgendwelchen Italienern abgegriffen wurden. Und deswegen bin ich echt schon halbwegs verzweifelt auf der Suche nach einem Namen, den es noch nicht gibt. Willkommen daheim, Mr. Jensen. Sie haben neue Nachrichten. Das ist offenbar nicht alles, was ich habe. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Boss. Da draußen ist der Teufel los, Adam. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Pikes erzählt allen, wir würden Supersoldaten züchten. Taggart ist jetzt im Convention Center und drängt die UNO zu einer Untersuchung. Ist es wahr? Natürlich nicht. Mal abgesehen von Typhoon, oder? Und einigen anderen Rüstungsaufträgen. Was? Oh, und nicht zu vergessen, dass Megans Team unmittelbar vor der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse entführt wurde. Wie erklären Sie sich das, Boss? Ich wollte den Menschen die Forschungsergebnisse zeigen. Megan stand kurz vor einer historischen Entdeckung, die dieses Unternehmen an die Spitze der Fortune 500 katapultiert hätte. Ihre Entführer wussten das. Sie wussten genau, wohin uns ihre Forschung bringen würde. Und sie wollten keinem anderen so viel Macht zugestehen. Keinem anderen? Eliza hatte recht. Sie wissen mehr, als sie mir erzählt haben. Ich hatte eine Vermutung.
Aber diese Leute, das sind Geister. Immer im Schatten. Immer versteckt hinter Lügen und Strohmännern. Wer sind die? Sie nennen sich so, wie es ihren Interessen am dienlichsten ist. Manchmal Freimaurer, manchmal Bilderberggruppe. Sie hatten ihre Finger in allen Unternehmen, Organisationen und Regierungsinitiativen, die unsere moderne Gesellschaft geformt haben. Reden Sie etwa von den Illuminaten? Das ist kein Witz. Sie sind organisiert und operieren weit über der Gesellschaft. Sie meinen das wirklich ernst? Und warum sollten die Illuminaten Megans Team entführen? Ich sagte doch bereits, Megan hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für uns alle sicherer zu machen, damit wir alle so werden können wie sie. Wie ich? Wie sie jetzt sind, mehr als ein Mensch. Wir müssen sie zurückholen, Adam. Sie sagten, Taggart spricht gerade im Convention Center. Der Kerl hat mir sogar eine Einladung geschickt. Sein Berater Sandoval steckt bis zum Hals mit drin. Ich weiß nicht, wo Sandoval ist, aber Taggart schon. Adam, Sie müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, ob Taggart darin verwickelt ist und können uns keinen weiteren Schlag ins Gesicht leisten. Sie haben mein volles Vertrauen. Ja, wie so häufig, die Illuminaten stecken hinter allem. Was wie so eine Billo-Erklärung wirkt, macht in der Serie durchaus Sinn, weil wieder einmal, wer den ersten Teil gespielt hat, die Illuminaten haben auch schon da eine gewichtige Rolle gespielt. Hier lag was rum. Ach, ein E-Book. Der intelligente Schein. Ah, das habe ich schon mal gelesen. Was ist denn mit dem Spiegel? Ach, das habe ich auch schon mal gelesen. Wie schaut es denn mit neuen Mails aus? Spiegel. Mr. Jensen, angesichts Ihrer letzten Erinnerung, das Spiegel in dem Badezimmer zu ersetzen, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Spiegel nicht lieferbar ist. Es geht also nicht schneller, egal wie oft Sie sich beschweren, wo wir gerade beim Thema sind. Uns ist immer noch nicht klar, wie genau der Spiegel beschädigt wurde. Können Sie uns da weiterhelfen? Ach, die habe ich auch schon komplett gelesen. Ich sehe auch gerade, hier liegen ja die Sachen, die ich hier mal so arglos einfach auf den Boden geschmissen habe. Scheinbar wird das Level hier nicht neu zurückgesetzt, sondern das ist halt wie so ein Dungeon, den man immer wieder betreten kann. Das heißt, die Sachen sind noch genauso, wie ich sie vorher dagelassen habe, was eigentlich ganz cool ist. Okay, kann man nicht aufnehmen, Standardwährung vielleicht. Elektroschockpfeile. Was ist das denn? Okay, das ist Pistolenmunition. Das brauchen wir mal nicht. Was haben wir hier? Zeitmessgerät im Wandelmechanischen Meisterwerk. Das habe ich auch schon gelesen. Das sind halt die ganzen Sachen, die ich beim letzten Mal schon gelesen habe. Upp. Weg mit den Kisten. Kartons meine ich natürlich. Was ich ganz geil fand. Sag mal, packe ich hier ein oder packe ich aus? Es wirkt so ein bisschen, als wollte der gute Adam Jensen gerade umziehen. Ich finde auch so ein bisschen, da habe ich beim ersten Mal gar nicht drauf geachtet, ich finde es auch ein bisschen scary, dass er sich die ganzen... Was sind denn das für Schaltkreise oder was ist das? Dass sich das hier alles mal so schön an die Wand klebt. Das wirkt wie so ein Serienkiller, der so seine nächsten Opfer oder seine nächsten Ziele hier sozusagen als Trophäen oder als... als Trophäen praktisch an die Wand geklebt hat. Ein bisschen komisch. Und was ich ziemlich geil fand, das habe ich schon in der Zwischensequenz gesehen, der Crunchy Pirate... Und der Magic Gnome. Ich habe ja wohl die geilsten Cornflakes überhaupt. Naja, ich würde aber mal sagen, wir machen hier nochmal einen Cut und sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Bis dann.